Ja, erstmal herzlich willkommen zu den Konishi Coin News in eigener Sache. Moin, moin, Dieter sagt in Auktion 591 alles gelb. Und es ist tatsächlich alles gelb. Wir versteigern 30 unserer Jumbo Tosai Karashiko. Ich glaube, der kleinste ist 39, der größte ist 51. Und bis auf einen sind alles Weibchen. Und die kamen aus dem Becken, wo wir schon gesext hatten. Aber man sieht, das ist Natur, das ist Biologie. Einer hat sich dann doch wieder durchgemogelt, durchbeschissen und hat sich dann als Männchen geoutet. Hier haben wir den ersten, ein Weibchen. 50 cm. 50 cm, sensationeller Körper, neue Blutlinie, über 1 Meter, vielleicht sogar 1,10 Meter, gar kein Problem. Hat hier vorne ein klitzekleiner Farbfehler. Umso schöner ist der Körper ist perfekt. Sie werden noch nie einen Koi, wahrscheinlich noch nie einen Koi so schnell wachsen gesehen haben wie ihn. Und hier, er hat beim Fotografieren ein bisschen die Kiemen gerade aufgehabt. Also da ist alles in bester Ordnung. Auch ein schönes Gelb. Der zweite hat 42 oder die zweite? Die zweite hat 42 und die zweite ist deshalb nicht schlechter vom Körper, muss nicht schlechter sein. Und das vorab. Von den 30 Koi, wer in 5 Jahren der Beste ist, wer als erstes die 100 cm erreicht hat oder wer den schönsten Körper hat, das steht heute noch in den Sternen. Koi ist immer, egal ob Karashiko oder andere Varietäten, ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten. Und so kann man nur sagen, dass die, die jetzt gerade schneller gewachsen sind, wenn sie gleich gehalten worden wären, dass sie dann vielleicht das schnellere Wachstumspotenzial haben. Hat aber nichts damit zu tun, wie schön ist der Körper, wenn sie mal groß sind. Und ich erinnere an Konishi in Japan mit seinen großen 5-, 6-jährigen Karashiko. Ich glaube, die waren 5 oder 6, eins von beiden, ich weiß nicht mehr genau. Und da waren einige schon über einen Meter und einer war nur 96 cm. Der mit 96 war der teuerste und der wertigste. Und als ich zu Konishi gesagt habe, aber wie kann das sein? Der ist doch viel langsamer gewachsen als die anderen. Dann sagt er, das Wachstum ist das eine, die schöne Körperformen. Als er dann beide in die Wanne getan hat, habe sogar ich gesehen, da war ein Riesenunterschied. Das war sehr deutlich. Das war sehr deutlich. Timmele war auch dabei. Und von daher hier die dunklere Schuppe, da hat er einfach eine neue Schuppe bekommen. Und wenn Sie auf den Bildern dunkle Punkte sehen, vergessen Sie die einfach. Das ist ein bisschen Schmutz in der Wanne, die wir jetzt wegen Pfingsten hatten wir nicht die Zeit, das alles rauszumachen. Also der hat keine schwarzen Punkte, das ist einfach ein genialer Karashigoi. So, der dritte hat auch 42. Auch 42, auch super Körper, schöner Rücken, schönes Gelb, Kopf und Körper gelb, sieht hier auf den Bildern krasser aus als in live. Und ich muss ja ehrlich sagen, die Leute kommen hier reihenweise, holen ihre Fische ab und sagen, wow, die sind ja live noch viel schöner als auf den Bildern. Uns ist es leider nicht Gott gegeben, die Fische so zu fotografieren, wie sie in Wirklichkeit schön sind. Wir geben unser Bestes. Auch hier ein Karashigoi, 100 cm und mehr, gar kein Problem. So, der nächste hat auch 42. Ein bisschen eine andere Körperform als die davor. Trotzdem spitzenmäßig etwas kräftiger im Gelb, etwas größere Schuppen auch, aber noch kein Aragoke. Auch hier die dunklen Punkte einfach ignorieren. Mega Karashigoi, ganz, ganz geiles. Also es sieht jetzt schon fast aus wie Kanoko, aber er hat ein geiles Fukurin. Die Haut um die Schuppen wuchert ein bisschen. Das will man, das gibt einfach einen coolen 3D-Effekt. 3D. So, 47 cm. Das ist ein Phänomen. Der hat hier so eine weiße Stelle am Kopf. Die hat er schon immer. Niemand weiß warum. Der Körper ist perfekt. Das Bild ist nicht ganz scharf, da die Kamera nicht 100% scharf gestellt. Man sieht aber ganz grob, was es sein soll. Obergeil. Also der Körper 100, 110 cm. Absolut möglich. Und wir haben noch nie so große Jumbo Tosai gehabt wie in diesem Jahr. So, der hat 47. 47, auch schön, kräftig gelb, dunkelgelb, kein weißer Karashigoi, auch toller Körper, gibt es auch nichts dran auszusetzen. Ich springe jetzt einfach mal so durch. Ja, wie groß? Dann muss ich doch raus, 45 cm. 45, auch ganz geiler Körper, ob die Schuppen, die Flossen noch gelb werden oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, der Körper, wenn er dann mal vor Ihnen schwimmt, ist eine Granate. So, dann nochmal 45. So, jetzt haben wir einen weißen Karashigoi, also einen von den helleren. Auch gibt nichts dran auszusetzen, gibt mir eigentlich gar keinen der Karashis groß was auszusetzen. Nee, absolut nicht. Die sind einfach nur Goil. So, dann haben wir noch einen mit 43 cm. Was soll ich sagen? Da oben hat er 4 Gimrin-Schuppen. Toll. Und einfach
geil. Als wir die heute Morgen fotografiert haben, habe ich gedacht, die, wo die kriegen, die werden richtig Spaß mit haben. Das weiter. Das ist das Männchen mit 49 cm? 49 cm. Mann, trotzdem 90, 100 cm möglich. Aber man sieht schon, dass die Körperform ein bisschen anders ist. Auch diese wuchtigen, manchmal bei männlichen Koi vorkommenden Brustflossen hat er. Und auch absolut geil in allem. Dann haben wir einen 41 cm großen, auch eher blasser Typ. Den haben wir irgendwie komisch erwischt beim Fotografieren, zu steil. Da sehen die Flossen aus, als seien sie am Körper zurückgesetzt oder künstlich dran gebastelt. Auch geil, auch Wachstumspotenzial 90 bis 100 cm. Der packt vielleicht die über 100 cm nicht, aber wie gesagt, wer sich da noch alles körperformmäßig verändert, das wird sich noch zeigen. Dann haben wir ein 48 cm großes Weibchen. Auch eine andere Körperform, das ist eher die schlankere Körperform. Also Sie müssen nicht unbedingt die voluminösen nehmen. Die besten Karashi-Goi sind häufig erstmal schlanker, bis sie so 70, 75 haben und gehen erst dann auseinander. Dann haben wir 47 cm, auch eher hellerer Typ. Das stimmt, Tim, das hast du richtig erkannt. Und da gibt es auch nichts dran auszusetzen. So, dann 43 cm. Was soll ich sagen? Der wird groß, der wird riesig. Dann haben wir 43 cm. Nachher müssen wir nochmal zum Männchen zurückspringen. Da hat eine Schuppe, hat er neu bekommen, die passt sich auch wieder an. Sensationeller Körper, wie Konish immer sagt, es kommt auf alles an. Höhe haben die übrigens alle. Kopf groß, Höhe und dann wie aus einem Guss und langwirkend. Willst du jetzt noch kurz zum Männchen zurück? Wie du willst. Das Männchen? Der hat sich irgendwann mal ein bisschen angeditscht. Hier ist das Schuppenbild, also er hat da die Schuppen, aber ist nicht wirklich schön und farblich, unterscheidet sich es auch noch ein bisschen, wird sich wieder angleichen, nur wenn Sie den ersteigern, dass Sie das wissen. So, dann haben wir noch einen 43 cm, da waren wir gerade. Dann haben wir jetzt 40 cm. Auch geil und überall die schwarzen Punkte. Ich weiß gar nicht, ob man die auf den kleinen Bildern nachher sieht. Das sieht man, glaube ich, nicht. Das ist jetzt eher bei. Das ist einfach, weil die aufgeblasen sind wie der Teufel. 42 cm. Super. Gelb. Kräftig gelb. Kopfform geil. Also, die sind wirklich alle ohne Ausnahme top. Da ist jetzt wieder mehr die kräftige Körperform. Und ja, hat auch ein starkes Fukurin. Die Schuppen wirken im Vergleich zur Haut kleiner. Und das gibt später mal einen saucoolen Effekt. 45 cm. Da ist auch eher der kräftige Typ, nicht der lange Typ. Also die jetzt schon eine sehr starke Muskulatur im Rückenbereich haben. Der hat auch so einen 3D-Effekt von den Schuppen. Ja, das stimmt. Das ist, wenn man da so drauf guckt, das wirkt wie so Pebbles. Yes. Pebble Boy. So, da haben wir 41 cm, auch intensiver. Auch intensiver, auch sehr geil. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sage. Also ich bin selber sprachlos. 40 cm. Auch 40? 40. Auch sehr gut. Und Sie dürfen nicht vergessen, die wurden bei uns in unterschiedlichen Becken unterschiedlich schnell gehalten. Wir hatten ja über den Winter angeboten verschiedene Größenklassen, verschiedene Qualitäten. Und dann haben wir immer wieder selektiert, links, rechts. Und dann haben wir auch irgendwann mal die, wo wir zwischen 40 und 45 cm angeboten haben, die haben wir auf Größe gehalten. Und darum sind das heute auch die, die ein bisschen schmaler sind, weil die einfach auch nicht so konditioniert wurden, also nicht so auf Masse gehalten wurden wie die anderen. Aber wie gesagt, bis auf den einen, wo die Flossen so nach hinten versetzt aussehen, gehen die alle über 40. Das ist 43. Ein Paradebeispiel von einem spitzenmäßigen Karashi. Also mit anderen Worten, hätten wir die weitergezogen. Wir wussten ja die Stückzahlen, wo wir wo brauchen. Und jetzt versteigern wir im Prinzip die Überhangsmandate. Ja. So einfach ist es erklärt. Das ist politisch. Und hätten wir die weitergezogen, wie jetzt die plus 51 cm, was ja unsere größte Größenklasse ist, wo übrigens die ersten schon 59 hatten, dann wäre das im Prinzip, wären die heute auch schon über 50. So, dann haben wir 41 cm nochmal. Auch geil, auch, gibt nichts dran auszusetzen. Wenn Ihnen manchmal die Augen ein bisschen zu groß vorkommen, das gibt sich alles mit der Zeit. Die sind jung größer als später, also ja. In Relation zum Körper. Den kleinsten heute 39 cm. Ach, ist der süß. Und selbst dem bescheinige ich ein Wachstum auf 100 cm, gar kein Problem. Dann haben wir 40 cm. Auch sehr geil. So die, das die, Zwischending eigentlich. Die, das Zwischending, Färbung. Aber auch spitzenmäßig. Jetzt haben wir noch 4. Der hat 51 cm. Das ist ein Hammerfisch. Also der Körper ist eine Sensation.
Der einzige kleine Nachteil, was ja in der neuen Blutlinie zum Glück nur noch sehr, 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 sehr selten vorkommt, Nibbani. Der hat ein bisschen Nibbani, hat auch ein bisschen ein dunkleres Schuppenkleid. Das ist einer von den dunklen, den ich prognostiziere, dass sie in die Super-Jumbo-Klasse wachsen. So, dann haben wir nochmal 48 cm. Auch brutal, richtig brutal, auch nicht ganz scharf das Bild, auch egal, der Fisch ist top. Und die letzten zwei, 51 cm. Ich bin froh, dass es nur noch zwei sind, weil ich bin sprachlos und ich weiß auch nicht, wie ich 30 gelbe Fische erklären soll. Das ist der letzte 41 cm. Und also, wenn Sie einen Karaschigoi wollen aus unserer neuen Blutlinie, sie wird gerade zum zweiten Mal, ist jetzt gezüchtet worden, dies Jahr zum dritten Mal. Das ist vom Wachstum her nochmal was ganz anderes. Bei uns laufen die Leute reihenweise rein, die letztes Jahr gekauft haben. Die erste haben sie, die Jumbo Tosai von letztem Jahr, die ja 10 cm kleiner waren als dieses Jahr. Die wurden ja auch von Makoto überwiegend groß gemacht, bis zu einer gewissen Größe. Die restlichen Zentimeter haben wir dann hier erledigt. Und da kommen Leute rein mit über 80 cm Karaschis. Also die kommen hier nicht mit dem Karaschi rein, sondern mit Bildern und sagen, sowas haben sie noch nie erlebt. Wir auch nicht. Würde uns freuen, wenn genau einer zu Ihnen geht. Schon nächste Woche könnt ihr zu Ihnen kommen oder Sie holen ihn ab. Was uns noch viel lieber wäre, dann lernen wir Sie mal kennen. Machen Sie es gut. Vielen Dank und bis dann. Ciao. Ciao.